Ja, die meisten von euch, die gerade zuschauen, haben irgendeine Geschichte, wie sie zum Hobby gekommen sind, wie sie zu einem Spieler, zu einer Mannschaft gekommen sind, die sie in ihrer Personal Collection haben und dementsprechend sammeln. Oder aber es gibt viele von euch da draußen, die noch gar nicht wissen, welchen Spieler oder Mannschaft sie sammeln sollen, weil sie da noch auf der Suche sind. Wie ich meine Spieler gefunden habe, wie ich meine Spieler ausgewählt habe, die ich in meiner Personal Collection habe oder Mannschaften, wie sich das auch verändert hat. Und was mein Name Graded Moments damit zu tun hat, das erkläre ich euch im heutigen Video. Viel Spaß dabei! Servus, schön, dass ihr eingeschaltet habt, schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Markus, hier geht es um das Thema Sportscards, um alles, was damit zu tun hat, um das Hobby. Schön, dass ihr dabei seid, freut mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Heute mal ein bisschen persönlich aus meiner Historie oder aus meiner Sammlung ein bisschen ein paar Insights, beziehungsweise hilft das vielleicht vielen, auch vielleicht neuen Sammlern, so ein bisschen Inspiration zu bekommen. Zumindest war das so ein bisschen der Anstoß für dieses Video. Egal eben, ob ihr neuer dabei seid oder eben schon länger dabei seid, vielleicht findet sich der ein oder andere auf jeden Fall wieder. Es geht heute so ein bisschen darum, so ein bisschen diese Individualität reinzubekommen. Das heißt, warum sammelt man eigentlich oder warum sammle ich persönlich gewisse Spieler, gewisse Mannschaften und lasst euch da so ein bisschen teilhaben, wie so mein Weg dahin gegangen ist und was so die Gründe sind. Und wie gesagt, vielleicht kann der ein oder andere auch davon was mitnehmen. Ja, wer schon das ein oder andere Mayday-Video von mir gesehen habt, ich verlinke mal das letzte oben rein, kommt auch demnächst mal wieder ein neues, der hat so einen kleinen Einblick in meine Personal Collection bekommen. Und wichtig hierbei ist immer noch mal, es geht hier um meine Personal Collection. Es kann super individuell sein, was ja das Schöne am Hobby ist. Der ein oder andere sammelt jemand anderen oder sammelt aus einem anderen Grund. Aber was ich euch hier vorstelle, ist so ein bisschen meine Story. Hinter meiner Sammlung. Weil meine Sammlung hat sich auch so ein Stück weit verändert in den letzten Monaten. Monaten war es tatsächlich. Viele von euch wissen, oder einige wissen das zumindest, weil sie mir immer mal wieder eine Karte schicken und fragen, ob ich Interesse daran habe, was ich super spannend finde und super dankbar dafür bin, dass einfach Leute sich behalten, sowas, was man sammelt, um dann proaktiv anzubieten. Sehr, sehr cool. Und zwar geht es da um Victor Oladipo. Der ein oder andere weiß es. Ich habe das auch in dem einen oder anderen Video schon gezeigt. Habe einige Karten von Oladipo auch gesammelt. Ich hatte dem einen oder anderen Moment, wo ich Basketball geschaut habe, wo mir seine Art, wie er Basketball gespielt hat, super gefallen hat, wie er sich eingesetzt hat. Ich habe ihn dann auch ein bisschen auf Instagram verfolgt und habe da so eine kleinen Bezug zu entwickelt. Auch aufgrund dessen, dass ich ihm so diesen Erfolg auch mit gewünscht habe. Jetzt aktuell ist es zumindest so, dass er ja auch viel Verletzungsprobleme hat. Und ich muss sagen, das hat nicht ausgereicht, um dass ich jetzt sage, irgendwie es bleibt dabei. Jetzt nicht nur, weil er verletzt ist, sondern mir fehlt so ein bisschen dieser Bezug zu dem Spieler selbst. Weil, und das ist der aktuelle Grund, warum ich das vielleicht auch ein bisschen gewechselt habe. Also, Oladipo ist nicht mehr so ganz in meinem Fokus. Ich habe die Karten noch, ich verkaufe sie auch nicht. Aber ich bin da gerade nicht mehr so auf der Suche. Das sind nämlich vor allen Dingen zwei andere Spieler, die da in den Fokus gerückt sind. Und ich erkläre euch auch, warum. Der erste Spieler, also es ist vor allen Dingen zwei Spieler im Bereich Basketball. Für die mich kennen oder die ein bisschen verfolgen, wissen, ich sammle nicht nur Basketball, sondern auch Fußball- und Footballkarten. Hier gibt es aktuell keinen konkreten Spieler. Natürlich gibt es da immer mal Karten, die ich mitnehme von meinen Lieblingsmannschaften. Das sind die New York Giants, der BVB und die New York Knicks. Da gibt es dann schon mal Spielkarten, die ich von Bellingham oder von Jones, Barclay, das sind da schon, ja, seht ihr auch in den Mailday-Videos immer mal wieder, Karten auf jeden Fall dabei sind. Aber ich könnte jetzt nicht garantieren, dass die für immer bei mir bleiben. Das sind dann schon eher so die aktuellen, zumindest Spieler in meiner Personal Collection. Und das ist zum einen Isaac Bonga. Da hat es auch, glaube ich, auch schon mal in einem Video gesagt. Bonga ist aktuell auch schwierig, die momentane Situation, weil er sich natürlich momentan irgendwie durchsetzen muss und möchte bei einem Team. Ich glaube, aktuell sind es die Toronto
Raptors. Ja, und warum Bonga? Für mich war so dieser Moment, nicht der Moment, sondern ich komme ja hier aus der Nähe von Frankfurt. Die Frankfurt Skyliners sind 10 Minuten, 15 Minuten von mir entfernt. Ich habe regelmäßig dort in der Halle gesessen, habe die Heimspiele verfolgt, durfte tatsächlich da auch schon mal in der Halbzeit ein paar Bälle schmeißen mit ihm. Und da kam so ein bisschen dieser Bezug, weil Bonga seine Profikarriere in Deutschland bei den Skyliners verbracht hat und er oft auch da mal im Einkaufszentrum gesehen hat. Und da einfach diese Nähe, diese regionale Bindung zu einem Spieler, der hier gespielt hat, er kommt ja ursprünglich nicht aus Frankfurt, aber eben hier mit gewachsen ist mit der Mannschaft. Und so kam dieser Bezug zu Bonga und habe das natürlich dann schon verfolgt. Und das ist so mein Graded, da gibt es nicht den Moment, aber es ist dieser Bezug zu einem Spieler aufgrund dieser Zeit, die er eben in Frankfurt gespielt hat. Und dementsprechend findet man Bonga jetzt bei mir in der Personal Collection. Und der zweite Spieler, habe auch meine Karte hier mitgebracht, eine meiner Lieblingskarten, die ich jetzt gerade vor kurzem auf der Card Show in Mefelden gekauft hatte. Ihr habt es vielleicht schon erkannt, es ist Marc Gasol. Und ihr seht schon, das sind nicht die Top-Top-Spieler und wahrscheinlich auch, ja, der eine kämpft um seine Karriere zum Beginn und Marc Gasol ist eher so am Ende seiner NBA-Karriere. Ich hoffe, er kommt trotzdem noch irgendwo unter. Marc Gasol, warum Marc Gasol? Und das ist wirklich so für mich so ein Graded Moment gewesen, der so für mich diesen Augenblick erzeugt hat, warum Marc Gasol, warum ich Marc Gasol sammle. Ja, es war, Marc Gasol war, glaube ich, ich weiß nicht, wie lange das her ist. Es war genau dieser Moment eben, ich glaube, 3, 4 Jahre dürften es gewesen sein. Die meisten NBA-Stars in der Offseason sind ja in besondere Orte gefahren, ohne das werten zu wollen, haben auf Yachten verbracht, haben dort ihren Urlaub verbracht. Und Marc Gasol ist zu dem Zeitpunkt auf einem Schiff gewesen und hat Menschen gerettet. In dem Fall Flüchtlinge, ist dorthin gefahren, hat selber aktiv mitgeholfen, ist im Wasser gewesen, hat die Leute rausgeholt. Und das war so ein prägender Moment, wo mich beeindruckt hat, dass er eben dort aktiv auch selber mithilft. Und das hat mich eigentlich zu Marc Gasol geführt. Und das war eben so für mich ein Moment. Und das ist so eben dieser Link zu meinem Nickname Graded Moments, wo ich gesagt habe. Und das sind ja so diese Verbindungen zu Spielern wie bei Bonga oder eben diese Momente wie jetzt bei Gasol, die mich zu so einem Spieler bringen. Ohne das garantieren zu wollen, dass es für immer so ist. Aber vielleicht erkennt sich der ein oder andere da wieder, weil es bei ihm genauso ist. Oder eben, ihr sagt, eben, ihr seid neue, ihr habt noch gar keinen Spieler, seid aber auf der Suche, ihr wollt einen Spieler sammeln, anfangen zu sammeln. Vielleicht gibt es den einen oder anderen Moment, vielleicht kommt er auch noch, wo ihr sagt, okay, das kann ich damit verbinden, den Spieler lege ich in meine Personal Collection. Mich würde interessieren, was eure Spieler sind, wie ihr zu euren Spielern, Teams gekommen seid, warum ihr die sammelt oder warum ihr jetzt vielleicht anfangt, sie zu sammeln, aufgrund dem, was ihr jetzt vielleicht ein bisschen gehört habt. Würde mich extrem interessieren, deswegen schreibt sehr, sehr gerne in die Kommentare eure Geschichte oder ihr sagt, ihr habt Bock auf einen Podcast, dann meldet euch auch gerne. Wir sind immer froh, da auch jemand bei uns als Gast zu haben, der so ein bisschen was über seine Story erzählt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr wisst Bescheid, wenn es so ist, lasst sehr, sehr gerne ein Like und ein Abo da. Das hilft mir sehr, sehr weiter. Drückt auch gerne die Benachrichtigung, damit ihr kein Video verpasst. Ansonsten hoffe ich, sehen oder hören wir uns im nächsten Video oder Podcast. Ich würde mich extrem freuen. Bis bald, bleibt gesund. Ciao, ciao.